So, hallo, da bin ich. Zum ersten Karate-Praxis Live-Online-Training. Zweiter Versuch, ich hoffe, jetzt klappt. Mal sehen, hier dreht sich noch eine Uhr. Ja, es wäre doch jetzt mal schön, wenn das mal klappt. Vielleicht sehe ich das auch einfach nur falsch und es wirkt oder es läuft. Hallo Freunde, wollen wir starten zum ersten Karate-Praxis Live-Online-Video? Wie ihr seht, die Technik ist ein bisschen tricky, ich mache das zum ersten Mal, alles neu und es gucken auch ein paar Freunde aus dem Ausland zu, deswegen zwischendurch auch eine kleine Erklärung oder ein Hallo in Englisch. So, hi friends, this is the first time for me to do a Karate-Praxis Live-Online-Video-Training. So I'm a little bit excited and I hope everything works well and you enjoy the things I've prepared for today. So, let's get started. Lass uns anfangen. Gut, was habe ich heute vor? Ich möchte gerne mit euch, so wie ich in der Beschreibung auch in der Einladung geschrieben habe, darauf hinarbeiten, dass wir uns ein bisschen fließend und rund bewegen. Das ist auch der Grund, warum ich heute jetzt keinen Karate-Gi trage hier in meinem Wohnzimmer. Ich möchte einfach, dass wir unsere Karate-Techniken, so wie ihr es eben von mir kennt, Karate-Praxis typisch benutzen und dann damit arbeiten. Lass mich mal schnell hier auf die Kommentare gucken. Ihr schreibt Hallo, das heißt, hier scheint irgendwas gut zu wirken. Also, fangen wir mal an. Ja, also, lasst uns beginnen mit ein kleines bisschen Aufwärmen und einige Sachen kennt ihr schon von Karate-Praxis. Lehrgängen oder Trainings insgesamt mit mir, nämlich die Verteidigungsgrundhaltung. Ich hätte gerne in Trainings, die wir so machen, in der Art, wie wir mit Karate umgehen, dass wir nicht die Freikampfhaltung haben, also irgendwo Chudankamae, sondern dass wir das Ganze eine Etage höher heben, damit kommen so ein Stückchen näher, auf der Kinnlinie bleiben, um damit schneller die Denkzentrale beschützen zu können. In Englisch, don't use your hands in front of your body. Raise them a little bit up to protect your head. So, let's get started in that way. So, wir hier und starten ganz locker so ein bisschen zum Aufwärmen, einfach nur mit lockeren Schlägen vorwärts. Und das Schöne ist, wenn wir so schlagen und immer Richtung Kamerapunkt schlagen, schlagen wir sehr schön gerade Zuckis. Der Körper kann und soll dabei ein bisschen mitgehen und das ist jetzt unser funktionales Aufwärmen für das, was wir gleich im weiteren Verlauf unserer Technikabfolge, die ich da genannt habe, logische Abläufe oder Fluent Movements eben machen wollen. Wir drehen uns immer ein bisschen mit und stellen dabei sicher, dass der Körper hinter der Technik steht. Dass wir nicht so vor unsere Schulter schlagen, wie zeige ich das am besten so, wie wir das häufig tun im Karate, sondern wirklich ganz zentral. Und nicht wie im Freikampf üblich den Körper rausdreht für unsere Technik, sondern, achso, ihr macht bitte weiter, während ich erzähle. Ne? Please go on, while I'm explaining. It is important to place your body behind your technique to raise the most amount of power in your technique. So, also, wir schlagen unsere Techniken so, dass der Körper hinter der Faust steht. Und das erkennt ihr hier bei mir jetzt daran, dass ihr meine hintere Hand kaum sehen könnt, weil die vordere sie verdeckt. Das heißt, die beiden Hände stehen in einer Linie. Und während wir das jetzt tun, nehmen wir bitte immer Kontakt mit der hinteren Hand mit unserem Gesicht auf. Please touch your head with your back hand. It is hickety, but it's not on the hip, but on the head. Also, bitte zieht eure rückwärtige Hand so zurück, dass ihr Kontakt mit eurem Gesicht habt. Ich drehe mich dabei ein Stück um und so hätte ich das gerne, dass wir gerade Zuckis schlagen. Während wir jetzt hier weitermachen und gerade Zuckis schlagen, bitte linkes Bein nach vorne, dass wir daraus ein Kisami und ein Yaku haben. Kisami Yaku. Und dann wechseln wir die Seite und schlagen immer weiter mit.
Okay. Gut. Gut. Da bleiben wir. Jetzt machen wir bitte aus unserer Jodan-Kamai-Haltung, Freund von mir aus Brooklyn, Jin Dan, Sensei Shihan Jin Dan aus Brooklyn, hat es genannt Prayer's Hands. Ihr findet diesen Begriff auch in meinem Buch wieder. Ich mag das einfach sehr. Prayer's Hands, Hände sind zu einer friedlichen Haltung zentral vor dem Körper. Und wenn ich die Hände ein kleines bisschen aufmache, bin ich genau da, bin bereit für alles. Und kann von hier nach innen, kann nach außen, kann gerade und bin einfach schnell in allem, was ich tue und vor allem geschützt oben in der Denkzentrale. Okay. Unsere Hände stehen hier. Übrigens, Freunde, ich bin ein kleines bisschen irritiert. Da, wo die Kommandos stehen, nein, nicht die Kommandos, ich sehe immer wieder irgendjemanden von euch, wo mittrainieren. Das gefällt mir richtig gut. Ihr seht, ich entdecke die Technik. Okay. Wir haben unsere Hände hier, schlagen einmal nach vorne und machen jetzt bitte einen Haken. Das heißt, die Hand von hinten schlägt von unten bis unter die Kinnbühne. Ein Hook. Schlagen von hier, aber bitte dabei nicht, die zeige ich es am besten, da hinten ausholen und so schlagen, sondern immer relativ kurz vom Körper weg. Und wir schlagen Haken. Und weiter geht's. Und bitte macht alle mit. Und wir schlagen Haken. Den Körper erkläre ich extra nicht, wie ihr ihn bewegen sollt. Erlaubt eurem Körper einfach, euch so zu bewegen, dass die Technik möglich wird. In Englisch, I don't explain how to move your body while punching, because I want you to allow your body to move freely that way to make your body work possible for the technique. So let your body help your arms to do the technique. Okay. Wie ihr gesehen habt, ich lasse meine Hand fallen und hebe sie hier in einem kurzen Schlag hoch. Mein lieber Karate-Praxisfreund Jürgen Höller erklärt das immer als, der muss kommen wie eine Peitsche. Er schlägt den einfach so richtig schön fast gerade raus und trotzdem kommt er aus dem Keller. Großartige Technik, ich mag das sehr. Okay, wir sind immer noch im Aufwärmen. Still in Warm-up. Going ahead with both techniques in combination. Eins, zwei gerade Schläge, gefolgt von einem runden und einem Rund. Gerade, gerade, rund, rund. Straight, straight, hook, hook. Eins, zwei und drei und vier. Und wir machen alle gemeinsam einfach, ihr wisst schon, 15 Minuten und dann kommt was Neues. Nein, bitte haltet durch. Wir wollen uns einfach nur ein bisschen einarbeiten in die Bewegungen, so wie wir sie nachher haben. Achtet immer wieder darauf, dass die hintere Hand am Gesicht ist. Okay. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben immer die erste Technik mit links gemacht. Haben immer links den ersten gehabt, rechts den zweiten, links den ersten, rechts den zweiten. Wenn wir einen Seitenwechsel drin haben, machen wir aus einem Zweier eine Dreierkombination. Heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und deswegen haben wir jetzt eine Fünferkombination. Please, five techniques, three straight and two hooks. Okay, Arjun. Ich drehe mich dabei um. Gerade, 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 rund, rund. Gerade, 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 rund, rund. Eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Sehr schön. Okay. Einmal durchatmen. Ich auch. Kommen wir zurück zur Verteidigungsgrundhaltung. Wir wollen die Hände ein Stückchen weit oben haben. Und zwar so, dass die Hände
ungefähr auf Kinnhöhe sind. Ich habe es auch sehr gerne, ähnlich wie die Boxer das machen, immer wieder das eigene Gesicht zu berühren. Dann brauche ich nicht glauben, wo meine Hände sind, dann weiß ich's. So please, touch your head while you're holding your position every once in a while, just to know where your hands are and not to believe they are there. So touch your head and you are aware that you are prepared, you know, be prepared. Okay, gut. Wir sind also jetzt hier in dieser Position und wollen uns von hier aus verteidigen. Und dafür machen wir zuerst mal so eine Art Spiel, dass wir uns vorstellen, dass wir, ich muss ein Stückchen zurück, ich zeige euch gleich dann auch mit meine Füße, meine Beinarbeit, die sehr, sehr einfach ist. So, wir stellen uns einfach vor, wir stehen auf einem Viertel Quadratmeter, 40 mal 40, 50 mal 50 Zentimeter, irgendwie sowas Kleines. Soweit sind die Füße nur auseinander. Jetzt steht der linke Fuß steht vorne auf dem einen Eckpunkt und den hinteren setzen wir quasi parallel daneben und stellen uns jetzt den Fuß um. Wieder den hinteren bewegen, den vorderen, den hinteren, den vorderen, den hinteren, den vorderen. Jetzt nehme ich die Kamera einmal ein Stück nach unten, dass ihr das sehen könnt. Einmal nach da. Jetzt seht ihr nur die Füße. So, wer hier Square Meter, same line, change direction, same line, change, same line, change, same line, change. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Hol euch wieder zurück. Hallo, da bin ich wieder. So, wir sind also wieder da. Und jetzt machen wir mit den Füßen genau das Gleiche. Und während wir unsere Hände hier oben haben und unseren rechten, hinteren Fuß, your back foot, move your back foot to the side, to the line, and block with your front shield, with your front arm. This is the first thing. One. Und jetzt setzen wir den vorderen Fuß um auf den anderen Eckpunkt von eben und machen hier einen Schlag. Und nehmen die Hände wieder zurück. Jetzt zeige ich euch meinen Rücken. Der rechte Fuß geht, der linke geht. Dabei machen wir den Block und Einschlag. Jetzt seht ihr es gleich viel besser. Der rechte Fuß läuft. Hier ist der Block. Der linke setzt um und dabei machen wir den Schlag. In die Richtung. So. Der hintere läuft, der vordere kommt und Einschlag. Blocken, schlagen. Blocken, schlagen. Blocken, schlagen. Blocken, schlagen. Okay, das machen wir ein paar Mal, immer weiter im Kreis und machen das gemeinsam. Da sind wir. Der hintere Fuß leitet die Bewegung jeweils ein und der vordere kommt als Soto-Uke, wenn ihr so wollt, mit offener Hand, also einfach ein Wischblock rüber und kiesern. Rüber, kiesern. Der hintere Fuß läuft, kiesern. Hinterer Fuß läuft, kiesern. Okay, machen das Ganze ein bisschen flüssig. Block, Schlag, Block, Schlag, Block, Schlag, Block, Schlag. Gut. Und weiter geht's. Ein paar Runden. Und jetzt achtet bitte darauf, dass während ihr diesen Block macht, ihr einen möglichst geraden Kisami vorbereitet. Also ein Block und ein Kisami. Aus der Perspektive blocken. Jetzt muss der Ellenbogen ein Stück behoben werden. Dafür, dass das ein gerader werden kann. Heben wir den Ellenbogen nicht, kommt da nur noch so eine Technik raus. Und das wollen wir nicht. You don't want to do that. You want to do this. And that's a rule in Karate Techniques. The elbow has to follow the fist. Also, der Ellenbogen folgt der Faust. Dann kommen wir zu einer ganz geraden Bewegung. Deswegen muss der Ellenbogen am Ende ein Stück raus, dafür, dass wir hier hinkommen. So, los geht's. Also, Block, gerade, Block, gerade, Block, gerade, Block, gerade. Hinten ist die Hand am Kopf. Block, raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zu einfach? Natürlich. Okay, wir hängen direkt dahinter, nach dem Block und dem Kisami, hängen wir den Yakuzuki. Okay, das machen wir erstmal ohne die Wendung. Wir machen es erstmal nur straight, nur geradeaus. Also, Block, Kisami, Yaku. Block, 1, 2.
Block 1, 2, jawohl. 1, 2, 3. Genau das. Block. Hände sind oben. Block. Und rein. Die Fußarbeit kommt gleich mit. Und weiter geht's. Ja. Seid euch sicher. Visualisiert, was ihr tut. Block und raus. Block und hinterher. Block. Und immer den Körper hinter die Technik. Hinten ist die Hand dran. Und dann geht's wieder hinterher. Wir drehen das Ganze im Pass. Also, hinterer Fuß läuft, Backfoot starts, Block, Fronthand, Backhand. And now again. Backfoot, Block, Backfoot. Okay. Und einige Runden. Los geht's. Atmen. Okay. Ich mach einfach mit. Jawohl, noch einmal. Okay, sehr gute Arbeit. Wir haben jetzt die Verteidigungsgrundhaltung, wo unsere Hände oben sind. Haben jetzt zuerst die vordere Hand benutzt, um etwas abzuwehren. Now we used the first hand to block something, to change direction, to punch, and to do a hard punch again. So, now, we use the first hand only as a shield, and punch with the hook, which we had right in the beginning, just below your front hand. So we are here, don't want to fight, something comes up, and we do our strike right below our front hand. Also, wir sind hier und haben unsere Deckung da, machen hier oben eine ganz kleine Bewegung und schlagen direkt hier unten aus dem Keller. Okay. Und nur das. Und dabei geht der Körper wieder so mit, dass es funktioniert. Und wieder keine große Bewegung, sondern direkt aus dem Körper schlagen. Hier geht jetzt der vordere Fuß ein Stück zur Seite. Ja. Achtet darauf, dass ihr euch nicht zu sehr in die Seite legt, wie ein Preisboxer, sondern bleibt relativ gerade, stellt hinten die Ferse auf, Ferse zeigt nach oben und dann können wir ganz gerade nach vorne schlagen, weil schon steht wieder der Körper hinter der Technik. Anderes Bein nach vorne. Verteidigungsgrundhaltung und drunter schlagen. Und weiter geht's. Und immer kurz aus der Deckung. Hintere Hand bleibt am Kopf, wenn sie nichts zu tun hat. Und noch ein paar. Gut. Okay. Wir wollen unsere rechte Hand nach vorne bringen, zu einem geraden Schlag. Immer wenn ich eine Offensive starte, schaffe ich gleichzeitig eine Lücke an irgendeiner Stelle. Hier bin ich relativ sicher. We are kind of safe in this position. But when I'm striking, I open up myself for counter-attacks. So there's a little bit place for the other one to attack. Und das ist der Grund, warum wir jetzt nach dem Yakuzuki den Arm nicht nur nach da zurückziehen, nicht nur nach hier, sondern nach da. Also von hier, wir sehen, oh, es kommt was geflogen, something is coming, und we protect our head. Like this. Okay. Zwei Schläge. Front hand, back hand, and now there's no time, or this is not enough. Protect your hand like that, your head like this. Die Hand geht hier an den Kopf und die geht oben drüber. Da rein und hierzu. Okay.
front hand, back hand. This hand to your head and protect your head. Like this. Okay. Und eins, zwei, zu. Eins, zwei, zu. One, two, back. One, two, back. One, two, back. One, two, back. Eins, zwei und zurück. Eins, zwei und zurück. Eins, zwei und zurück. Okay. Nachdem wir uns verteidigt haben in einer bestimmten Position, können wir diese neue Position, anders als wir das jetzt gemacht haben, zum Öffnen des Gegners nutzen. After we've covered ourselves, we can use our then given position for our own benefit. So, not just like we did right before, punch, punch, protection, and back again. But kind of similar. Okay, wir sind wieder da. Wir schlagen, der Körper steht hinter der Technik. Wir drehen uns wieder rein. Wir beschützen uns. Und die Hand, die oben drauf liegt, holt sich, was sie kriegen kann, für hier einen nächsten Schlag. Okay, wieder. Gerade, der Körper steht dahinter. Erkennt ihr daran, dass ihr die Hand nicht seht. Schlage wieder hinterher. Beschütze mein Gesicht, hole mir, was ich kriegen kann und schlage sofort wieder hinterher. Okay, wir lassen das mal laufen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal. Ja, und immer weiter. Ich drehe gleich meine Richtung. Und weiter geht's. Wisst ihr noch, vor ein paar Minuten sind wir hingegangen und haben uns mit den Füßen bewegt, als wenn wir auf einem Viertelquadratmeter stehen würden. You know, some minutes ago, we moved with our feet like we were standing on a quarter square meter. With the back foot, with the initial movement, the back leg, and then the front leg, back leg, front leg, back leg, front leg. You know. Okay. Wir kombinieren alles, was wir bis hierhin haben. Und zwar in dieser Art. Wir bewegen uns zur Seite, indem wir den Block machen, schlagen und schlagen. Jetzt kommen wir zurück, beschützen uns, gehen hier wieder weg und schlagen wieder rein. Jetzt seht ihr gleich meinen Rücken. Da ist der Block. Wir ändern die Richtung für den ersten Schlag. Der zweite Schlag, der Weg zurück, geöffnet und nachgeschlagen. Jetzt gehen wir in diese Richtung, indem wir von hier das rechte Bein zurücknehmen und sichern, Richtung ändern, gerader Schlag, Rückhand, geschützt, weggenommen und eingeschlagen. Jetzt das Ganze zur Kameraperspektive. Da ist der Block. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Und wir gehen wieder um die Ecke. Gerade, hintere Hand. Beschützt, runter, rein. Block, straight, backhand, cover, push down and backhand. Safe, front, back, cover, down, hit. One, two, three, four, five, six. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und lass das mal einfach
Ein bisschen lauf. Wir haben ja gleich noch die rechte Seite. Und weiterarbeiten, bitte. So, und weitermachen, bitte. Das habe ich benutzt. Okay, da sind wir wieder. Wir gehen in den direkten Seitenwechsel. Machen diesen gesamten Ablauf mit Seitenwechsel. Bedeutet, bleiben im Moment nur in einer Richtung. Rückwärts, 1, 2, 3. Dahin, zurück, runter, vor. Und jetzt laufen wir rückwärts. Go backwards for your movement to protect you. Step forward, step forward. Kopf, head, safe. Other hand goes down and strike again. Backwards. Front hand, back hand, safe. Left hand, right hand. And one, two, three. 4, 5, 6. Okay, ihr seht, man muss sich ein Stück weit konzentrieren, deswegen machen wir das Ganze noch einmal. So, das linke Bein ist vorne, left foot forward. Vorne, hinten. Die Hand, die den zweiten Schlag macht, beschützt das Gesicht an der Seite. Die linke runter, der rechte schnell. Jetzt ein Standwechsel auf der Stelle. Sicher, vorne, hinten. Das, runter und nach. Jetzt ist die Hand, die vorne ist, die blockt, die erste Attacke macht und weiter geht's. Da, runter, rein. Sicher. Und noch ein paar Runden, damit es läuft. Mit Reden ist schwer. It's hard to do it and talk meanwhile. Ohne Kisami Yaku sichern, runter, Block, Kisami Yaku sichern, runter, klar. Okay, dann holt mal Luft. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Denn wir machen das Ganze ja relativ frei im Raum. Wir haben jetzt vier Richtungen, in denen wir das machen. Das Ganze kann vollkommen frei und losgelöst im Raum sein. In Englisch, we do this now in four directions, just to have a process, something to rely on while training. But you don't need four directions, you don't need eight directions. You, as a martial artist, have the opportunity or the chance to move completely free in your given space. Und das machen wir dann nachher. Uns vollkommen frei in unserer Umgebung bewegen und lassen das einfach mal ein Stück ablaufen. Aber bevor wir das machen, haben wir ja noch unsere vier Richtungen, in denen wir jetzt mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen arbeiten. So, ich denke, alle haben wieder Luft, zumindest ich, und dann können wir das tun. Wir starten vorwärts. Einmal in diese Richtung vor und zurück. Die linke Block, Schlag, Schlag, sichern, runter, nach. Rückwärts. 1, 2, 3, sichern, runter, nach. Jetzt sind wir auf dieser Seite, also wir sind an der Stelle. Und gehen nach da weg, nach hier, zurück, runter, nach und laufen an der Stelle rückwärts und gehen hier wieder hinterher. Jetzt sind wir an der Stelle. Jetzt müssen wir nach da, weil die Hand wieder vorne ist.
Einmal, zwei, drei, sicher, runter, nach, zurück, Kisami, Yaku, hier, runter, nach. In diese Richtung. Da sind wir. Eins, zwei, sichern, runter, nachschlagen, Seite wechseln. Und es geht wieder los von hier nach da. Und hier sind wir wieder in der Ausgangsposition. Okay, wollen wir noch eine Runde machen? Mal gucken, ob da jemand was schreibt. Hi, everyone. Okay, left hand is forward. And let's do exact the same movement and we turn counterclockwise. Wir drehen uns also jetzt während unseres doppelläufigen Rechts-Links-Kombination gegen den Uhrzeigersinn. Da sind wir. Wir blocken, schlagen, schlagen, sichern, ziehen, schlagen. Laufen rückwärts. Einmal, zwei, drei, zurück, runter, nach. In diese Richtung. Weg, Kisami, Yaku. Sichern, runter, schlagen, Seiten wechseln. Kisami, Yaku, sichern, runter, schlagen. Nach da. Einmal, zweimal, dreimal, sichern, runter, schlagen. Seitenwechsel, Kisami, Yaku, sichern, runter, schlagen. Ja. Ja, Leute. Mein Trainer, Ludwig Binder, hat das Tenchu-Ryu-Karate auf den Weg gebracht vor einigen Jahren. Und das besteht genau aus solchen Kombinationen, wo das Ende der einen Technik gleich der Anfang der nächsten ist. Wir bewegen uns also, wie schon Funakoshi gesagt hat, fließend durch die Bewegungen und halten den Satz, der Anfänger braucht feste Stände und Regeln, der Fortgeschrittene bewegt sich frei und natürlich dabei hoch. Das heißt, Stände sind Mikroaufnahmen, minimale Zeitpunkte, in denen wir einen gewissen Stand oder Position einnehmen. Kurz in Englisch, my teacher and best friend Ludwig Binder created the Tenchu-Ryu Karate System, which works exactly that way with given combination. And the aim in this way to train is that the end of a technique is as well as the start of the next movement. So it is basically fluent, it works, it is round, and just it's logic to do it that way. So that had a very big impression on me, and yeah, I'm still on my way to learn this. Deswegen, danke Ludwig. Okay, wir wollen noch eine Bewegung dahinter stellen, und zwar den Hitsageri. Wir haben den Hitsageri in der Kata, ne, Nummer 4, haben wir es drin, sehen das immer als sehr schöne Bewegung, haben die Hände gestreckt, ne, greifen irgendetwas, ziehen die Knie hoch und machen dann in der Kata eine Wendung. Okay, wir nehmen jetzt die Hände nach vorne, um etwas zu halten. Ein Arm, eine Schulter, ein Kopf, egal was wir kriegen können. Wir greifen und ziehen unser Knie rein, um dort einen möglichst großen Effekt zu haben. Wenn wir das Knie einsetzen im Rahmen eines Partnertrainings, überlegt euch mal, ob ihr das Knie immer gegen den Bauch einsetzen wollt. Hier hat es vermutlich weniger Wirkung als gegen ein Schultergelenk, als gegen ein Ellenbogengelenk. Gegen das Bein in voller Länge und natürlich den Kopf. Also möglicherweise ist es eine gute Idee, das Knie nicht auf den Bauch zu setzen, sondern irgendwo anders hin. Deswegen stellen wir uns jetzt einfach vor, wir haben jetzt gleich den Kopf und ziehen das Knie Richtung Kopf. Natürlich könnt ihr böse denken, anwenden wollen wir das natürlich nicht, damit wir nicht wirklich jemanden treffen. Okay. Wir gehen in die Grundkombination noch einmal zurück. Wir haben den Block und den ersten und den zweiten. Wir beschützen, schlagen, ziehen runter, schlagen und jetzt kommen wir vor, ziehen das Knie nach oben, stellen das Knie vorne ab und haben sofort das andere Bein. Deswegen jetzt wieder Block,
Fronthand, backhand. Protection, pull down, backhand, grab something and your knee. And step back. Block, one, two, cover, down, push and knee. And next turn. One, two, three. Cover, down, hit, knee. And change. One, two, three, three. Full body back and hit. And next turn. Okay. Wir lassen das jetzt ein paar Mal laufen und ihr macht das einfach mit. Immer in der geraden Ausrichtung. Wir starten mit links und mit dem Block. Und los geht's. Arjuna. Ihr merkt, ich habe jetzt zwischendurch schon meine Richtung ein Stück weit variiert dabei. Und zwar immer dann, wenn ihr diese Bewegung macht, bewegen wir den hinteren Fuß so, als wenn wir auf dem Quadrat stehen würden. You've seen possibly that I changed my direction slightly and I want to beg you to do the same. Every time you do the block, move your back foot as you were standing on this little quarter square. And then you can't do any other than move freely in your given space. Okay, also bitte, immer wenn ihr hinten blockt, macht ihr vorne, immer wenn ihr vorne blockt, habt ihr hinten den Fuß laufend. Damit habt ihr Taisabaki, damit seid ihr raus aus der Linie, leave the line of fire und ihr bewegt euch frei in eurem eigenen 1 Quadratmeter Raum. Okay, lass uns das einfach mal jeder für sich so 2-3 Minuten laufen lassen. Und dann kommen wir gleich zu einer kleinen Veränderung. Okay, los geht's. Also gut, have fun. Weitermachen, während ich weiter erzähle, löst euch mit der Bewegung vollkommen aus der Form auf und geht mit dem ersten Block in die Richtung, die sich gerade in dem Moment für euch gut anfühlt. Also, wenn ich hier stehe, einfach nach da weglaufen oder nach hier. Ganz egal, es kommt einer von der Seite und sagt, ey, ihr dreht euch rum und seid sofort an der Stelle. Also, bewegt euch ganz frei im Raum. Move completely free in your given space.
Während ihr weitermacht, zeige ich nur meine Füße. Ihr seht, ich laufe mit den Füßen immer ein Stück nach hinten. Erster Schlag, zweiter Schlag. Wieder ein Stück raus aus der Linie, ziehe meine Hand, schlag nach, Knie kommt hoch. Wieder weg, vorwärts, vorwärts Druck. Und von dem Druck nach vorne ziehen wir uns zurück, Rücken vor, kommen wieder nach. Okay. So, lass mich kurz gucken. Okay, so schnell verfliegt die Zeit. 42 Minuten sind schon rum. Dann lasst uns sehen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen in unseren Ideen, wie wir weiterarbeiten. Hier stehen wir und bleiben noch einmal in unserem ersten Konzept des First Things First Prinzip. First Things First ist, wer noch nicht bei einem unserer Lehrgänge war, wir blocken ab mit dem Körperteil, das am nächsten dran ist, und schlagen die erste Aktion zurück mit dem Körperteil, der wieder am nächsten dran ist. Das muss nicht unsere härteste Technik sein, sondern die, die den kürzesten Weg hat. Schlagen sofort wieder nach, und jetzt ist die Hand relativ sehr nah am Partner. Die ist schnell zum Schutz, aber hier beschützen wir uns und dann können wir weitergehen. Okay, wir wollen jetzt, deswegen werde ich die Kamera ein Stückchen tiefer legen, in der Hoffnung, dass ihr dann auch meine Beine ein klein wenig seht. Laufe dafür ein Stück zurück. Okay. Gut. Okay, wir sind an dieser Stelle und haben das gleiche, den gleichen Eingang wie eben. Da. Hier. Und während wir hier zurückgehen, will ich jetzt noch ein Bein mit dabei haben. Das heißt, wir ziehen uns zurück. Gewicht ist hinten. Körper ist geschützt. Die jetzt nächste Waffe am Partner ist das vordere Bein. Und das ist das, was ich jetzt gerne mit euch ausarbeiten möchte. First things first. Immer das, was den kürzesten Weg hat, wird als erstes eingesetzt, um dann die harte Waffe auszuprobieren. Einzusetzen. Entschuldigung. So, da sind wir. Wir laufen zurück, vorne blocken. Vorne schlagen, hinten schlagen. Körper zurück und jetzt das vordere Bein. Da stehen wir, vorderes Bein. Jetzt ziehen wir weg, schlagen nach und nehmen unseren Körper in einem hitzagierigen Mitsprung hinterher. Okay, ich muss weiter zurück. Gut, da sind wir. Block, Schlag, Schlag. Sicher, vorne, hinterher, nach und einmal rein. Und das Ganze in die andere Richtung. Geblockt, geschlagen, nachgeschlagen, gesichert. Da kommt das vordere Bein. Sichern oder kontrollieren, wegreißen, schlagen und mit dem Knie hinterher und das Ganze wieder zur anderen Richtung zurück. Block, Schlag, Schlag, sicher, Kick, weg, drauf, Hitzageri und dann geht's wieder weiter. Ich verändere die Perspektive. Okay, und die nächste Runde. Block, 1, 2, sicher, Tritt, sicher, schlagen und mit dem Knie hinterher. Und wieder. Einmal, zwei, drei, sicher, Tritt, darauf, hinterher und wieder nach. Okay. Gleich mit Seitenwechsel, aber noch einmal die gleiche Seite. Okay. Blocken, schlagen, nach, sichern, vorne, wieder sichern, schlagen, hitzagieren. Anderer Arm vorne. Other Arm. Block, Hisami, Yaku. Protect, Leg, Security,
and punch followed by me. Okay. Eins, zwei, drei. Sicher. Schlagen auf, nach, hinterher. Anderes Bein. Eins, zwei, drei, vier. Kick. Da, natürlich. Da, runter, nach und wieder hinterher. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Ich würde gerne 2 Minuten. Da seid ihr. 2 minutes in your given space without any given direction. Move freely in your on your square meter. Okay, los geht's. 2 Minuten, jeder für sich. Links rum, rechts rum. Und denkt an den berühmten imaginären Gegner. Los geht's. Okay, während ich rede, macht ihr bitte weiter. Jetzt hätte ich sehr gerne die nächste Zündstufe, nämlich, dass ihr die Endtechniken auslaufen lasst. Lasst es einfach fließen. Heißt auf Deutsch, kein Kimmel. No Kimmel, no Power, no End Positions. Just flow. Ja, just let it flow. Wenn ihr dabei mal eine Technik vergesst, ist das überhaupt nicht schlimm. Oder mal falsch macht, weil ihr in die Kamera gucken wollt. Nicht schlimm. Macht einfach fließend weiter. Wenn ihr den Fehler gemerkt habt, habt ihr alles nicht mehr. Bitte weiter bewegen, während ich reinquatsche. If you make a mistake in your movement, that is not a problem at all. If you recognize there was a mistake, just in the motion, you made everything right. You recognized it and still go ahead. Don't stuck in a movement. Just let it flow. Recognize, okay, there was something not as I proposed, but go on, go on, go on, go on. And if you are fluent, you are on the way to reach today's aim. So, also, wenn ihr fließend seid, dann seid ihr genau auf dem Weg dahin zu dem, was ich heute transportieren möchte, nämlich logische, fließende Bewegungen, ohne über technische Inhalte zu sprechen, euch Karate zu erklären. Da gibt es viele Leute, die können ganz toll Karate erklären. Es gibt sehr viele technische Lehrvideos und genauso viele verschiedene Meinungen. Aber ob es fließend ist oder nicht, darüber kann man eigentlich nicht mehr streiten. Heute ist fließend das Ziel. Also, fließt bitte. Lasst es einfach mal laufen. Okay, wenn ich jetzt Musik hätte und so, ihr wisst schon, ne? Okay, bitte, nochmal 2 Minuten und dann gucken wir weiter. Lasst es einfach laufen.
Während ihr auf dem Rückweg seid, macht euch gleich bereit für das Bein hochzuheben. Das heißt, der Rückweg ist dafür da, den Maigiri fließen zu lassen. Der kommt gleich wieder mit raus. Und während ich hier quatsche, vergesse ich den Instagram. Ja, sehr schön. Okay. Ich hole euch mal wieder ein kleines bisschen hoch. Ist das genug? So ungefähr. Das ist hier ein bisschen wie bei Supertalent. Ich habe so ein X auf dem Boden. Nein, ich habe eine Markierung an der Seite, wo ich dann jeweils sehe, wo ich am besten stehe. Gut. Ja, wir haben schon 57. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten zum Karate-Praxis-Cooldown. Und am Ende würde ich euch gerne noch ein bisschen einen Ausblick geben auf das, was ich noch in den nächsten Trainingseinheiten anbieten möchte. Okay, wir haben einen schönen Ablauf, den einige von euch schon kennen. Dabei sind die Hände hier oben wieder als Start. Und diese Höhe der Hand, this height of the fist, stays always the same, approximately shoulder height, ungefähr Schulterhöhe, und da bleiben die Hände, die fallen also zu keiner Zeit runter. Das könnt ihr, wenn ihr kleine Hanteln habt, 1 Kilo reicht eigentlich aus, 1,5 Kilo, sehr schön zum Bearbeiten eurer Schultermuskulatur nehmen. Sind also hier, gehen von hier aus raus, so ich muss weiter zurück, und zur Seite, da. Gehen von hier aus raus mit Uraken. Ziehen den Uraken aber ein Stück durch, kommen wieder zurück, quasi zur Kamai-Haltung, um den Kisame zu schlagen und jetzt den Körper in die eine Seite einzudrehen für ein Yakuzuki. Jetzt drehen wir den Körper um, die Hand kommt dabei nach hier zurück, da geht der Kisame raus, durchgezogen, zurück für den, ja, Kisame habe ich gesagt, Uraken meine ich natürlich. Jetzt kommt der Kisame und der Körper geht hinterher. Komplette Körperdrehung, der Arm geht wie eine Peitsche, einmal rum, kommt zurück, schlägt hinterher. Ja, und beide Arme sind immer komplett auf der gleichen Höhe zum Boden. Dahin rein, dahin stechen, schlagen. Und wieder einmal, zwei, schlagen. 1, 2, 3. Was wir hierbei schön üben können, ist, wie aus einem Uraken ein Kisame werden kann. Dadurch gerade nach. Dadurch gerade nach. Ich zeige euch das nur, dass ihr das jetzt in die Seite machen könnt. Wer schon auf meinen Seminaren war, kennt diese Bewegung. Und stellt euch bitte vor, Treffer, 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 Treffer. Imagine you would hit something. Hit one, hit two, and final hit. One, and two, and three. Not just like knocking on a door. It is one, two, like this. Da. Like this. Hit one, two. And then final technique. Okay. Dann lass uns mal laufen, wa? Okay. Have fun. Dreht euren Körper mit. Remember what I said in the beginning. Allow your body to move that way, that your arms can do their job. In anderen Worten, in deutschen Worten, die Füße und die Beine sind, wenn wir schlagen oder blocken wollen mit den Armen, dafür da, das zu unterstützen und nicht dafür da,
unbedingt eine bestimmte Haltung einzunehmen. Anders, wenn wir treten, dann ist der Körper dafür da, den Tritt möglich zu machen. Aber hierbei muss mit den Füßen die ganze Zeit eine Bewegung da sein. Wir machen das Ganze nochmal und ich lasse unten nur die Füße wieder sehen. Okay, oben machen die Arme das Gleiche. The arms are doing the same and so you have the ability to see what my feet and legs are doing. Ich mach's mal langsam. Wie ihr seht, hebe ich für den Yakuzuki meine Ferse nach oben und ich weiß, da wird sehr kontrovers drüber diskutiert, Ferse hoch, Ferse runter. Es gibt für beides gute Gründe, aber das kann sehr gerne ein Thema eines anderen Trainings sein. Da möchte ich heute nicht weiter darauf eingehen. Okay, Freunde, wir kommen so langsam zum Ende. Meine Nervosität ist letztendlich ein Stück gegangen und ich hatte richtig große Freude. Und sofern ihr leiden konntet, was ich getan habe, möchte ich euch gerne einladen, am nächsten Montag wieder um 18 Uhr zum Karate Praxis Online Training. Wir werden uns dann um ein paar Inhalte des meines ersten Buchs kümmern, das Herrn Kata System Bunkai, zeige ein paar Einblicke und freue mich dann auf eure Kommentare dazu. Denn wenn es euch gefällt, können wir in einem solchen Rahmen auch nach dieser Corona-Zeit Trainingseinheiten auf diesem Weg anbieten, so gemeinsam trainieren und die Gemeinschaft praktisch orientierter Karateka, die Spaß haben, das Ganze frisch, modern und in einer anwendbaren Art und Weise zu trainieren, einfach ein Stück weit vergrößern. Und vielleicht sieht man sich ja dann auch mal auf dem einen oder anderen Seminar. Das würde mich natürlich freuen. Diesen kurzen Satz möchte ich jetzt noch gerne in Englisch versuchen zu übersetzen. Friends, thanks for watching. Thanks for taking part in the first Karate Praxis Online training session on Facebook. It was an experience for me and I don't know exactly why, but I liked it. And so I want to invite you to next class on coming Monday, 6 p.m. exactly same time, 1 hour. And I want to introduce some content of my first book, the Herrn Kata Bunkai Phenomenon, which is currently available in German and will be available in English very soon. We are preparing the English version. I know, I tell you this, I told you this in the last month, but it will be ready soon. I'm very optimistic at this point. So, I hope you liked it. Please leave a comment and I hope to see you again next Monday, 6 p.m. Here on Facebook. Thanks a lot. Leave a comment and yeah, please share if you liked what you did. And goodbye, friends. In Deutsch, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, nächsten Montag, 18 Uhr, selbe Stelle. Ich überlege mir einen schönen Inhalt, dass wir ein schönes Training haben. Und vielleicht können wir ja auch auf diesem Weg über größere Distanzen, auch über die Corona-Zeit hinaus, miteinander trainieren. Schreibt bitte in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ich bin sehr gespannt. Es war für mich das erste Mal. Wenn ich Sachen verbessern kann, werde ich mich da sehr bemühen. Dankeschön, bleibt gesund und bis bald.